Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zur NHL 19, zur Pro EM, zum Part Nummer 8 am Mittwoch. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hab's bis jetzt eine schöne Wochenteilung gehabt. Und ich hab's jetzt nicht allzu stressig in der Arbeit oder in der Schule. Oder wo's gerade so seid. Ich hoffe nicht, dass ihr im Urlaub seid, sondern Stress habt, weil das war nämlich gar nicht gut. Ja, wir haben gesehen, wir haben nicht mehr viel beim ersten Feld in der Pro-EM. Wir müssen jetzt gerade das All-Star-Turnier noch gewinnen. Sidney Crosby has been the face of the league and the sport of hockey for over a decade. He's racked up the. Wir müssen jetzt gerade noch das All-Star-Team, das ist das All-Star-Winger, und dann sind wir mit der ersten Reihe fertig und dann fangen wir in der nächsten Folge die zweite Reihe, da die Song. Es ist immer nur Mittwoch, der 26., wo ich aufnehme. Eben dadurch, dass ich, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich es eh schon gesagt, ich bin davor ausgegangen, dass ich ja dieses Wochenende auf Schulung bin, was ja eigentlich nicht ist, weil die Schulung ausgefallen ist. Aber ich habe halt, jetzt habe ich, es ist mir dann so ein Thema eingefallen, was ich mit dem, über dem, was ich mit dem kriegen kann. Jetzt muss ich ein bisschen leiser machen. Was zockt es nicht so bei NHL? Bier Pro und Franchise Mode, die Saison. Wenn ja, mit der Saison. Mit welcher Mannschaft spitzen? Das würde mich interessieren. Oder was spitzen sonst noch so an Spiele? Egal, PC, PlayStation, Xbox, egal. Das würde mich interessieren, was so meine Opponenten so zocken. Und halt. Die was so die Videos zuschauen, weil muss ja nicht jeder Abonnent sein, der was ja mein Video da sieht. Und da wenn ich Spiel zuschaut, wie er sich hier über das Eis kaspert. Oder du sagst da gewoon kaspert. Je nachdem, wie man noch ein Video, das man sieht. Oder zuschaut, wie auch ein Projekt von mir. Zuerst Reihhock gewinnt auch. Das hat jetzt drei Hompen. Egal, wie doch nicht. Haha, Hauptnummer, ballert meine HP. Ah. Ich hab's eh gleich schon gesehen. Ich finde den Pro-EM-Mode richtig genial. Also, kleine Mannschaft, kleines Stadion. Ich habe jetzt so den Pro-EM-Mode bei NHL 19 noch gar nicht geschaut und das Franchise nicht. Ich werde es wahrscheinlich am Samstag da, wenn ich Zeit habe. Mal schauen, wie das Wetter ist. Oder wie ich überhaupt Zeit habe. Das war faul. Oh,
3 zu 4 Bullis machen. Der Eckspiel macht das zweite Tor für sein Team. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt bei irgendeinem UFC-Video. Ich darf gerne mal live gehen. In irgendeinem Spiel. Was hältst du nächstes davon? Irgendwo mit NHL oder mit. UFC ich kann dann auch Steep spielen. Einfach gerade so ein bisschen Gaudi-mäßig spielen. Mal können wir probieren, wie das so live funktioniert. Verdammt! Wir brauchen gerade noch ein Tor zum Gewinnen. Nee, ich bin Sportsfreunde. Werd doch wohl das dritte Tor jetzt noch schaffen. Jawohl, da ist das dritte Tor. Jetzt müssen wir eigentlich einen Sieg haben. Weil wer zuerst 3 hat, steht drum. Links. Jawohl. Tonight we partook in a thrilling main course of Pro-Am hockey with a side of hot dogs and deep fried goodness. Assuming your heartburn isn't preventing you from leaving, it's time to go. But I hope to see you again soon in the near future. Until then, peace! So, Entwicklung. Spielende. Wir haben 8 zu 8 insgesamt Schüsse ausgeglichen. 6 zu 5 Bullis haben wir gewonnen, das passt da. Aber ich würde sagen, ich tue jetzt hier die Folge beenden, weil wenn ich außen wieder ausgehe und es läuft die Musik nicht, dass ich dann mit YouTube Schwierigkeiten kriege. Und ich mich schon da bei irgendwo verabschieden, meine Freunde. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem wann das jetzt mein Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut. Und vor und nach dem Spiel sind wir doch alle Sportsfreunde. Würde mir über einen Daumen nach oben freuen, ein nettes Kommentar.
Wer mich abonnieren möchte, kann mich gerne abonnieren. Aktiviert die Glocken, dann verpasst nichts mehr von mir. Dann wünsche ich euch was. Bleibt mir Roberto gewogen. Luongo, Bis respected zum by all nächsten players Mal. for his skill on the ice Servus. and on the social media.